Friederike Becht, Schauspielerin, zum ersten Mal unterwegs in Ecuador, genauer gesagt in der Stadt Coca am Rio Napo, einem großen Nebenfluss des Amazonas. Ich bin auf der Suche nach einer Sache, die ich wirklich unterstützen möchte mit dem ganzen Herzen. Und dann kam das so auf mich zu, hier, diese Reise. Und ich bin sehr gespannt auf die Thematik der indigenen Völker und die Problematiken dort. Und ja, ich bin eigentlich auf der Suche für etwas, wofür ich mich einsetzen möchte. Eingeladen hat sie das katholische Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. Vor Ort trifft sie die deutsche Entwicklungshelferin Friederike Peters, die sie über eines der größten Probleme hier informiert, die Ausbeutung durch die Erdölindustrie. Wie lang ist die Straße? 100 Kilometer. Aber die wächst weiter, die wächst je nachdem, wie lange, also wenn man das nächste Erdölloch aufmacht, wenn am hinteren Ende. Dann bauen sie noch mehr. Und was macht das mit den Menschen? Ist das gut? Verdienen die daran oder ist das positiv für deren Leben? Das ist eine zweischneidige Sache. Mhm. Einerseits haben sie manchmal ein kleines bisschen Arbeitsplätze dafür, die aber nur kurzfristig sind. Und andererseits sehr viel Zerstörung ihrer eigenen Natur, der Luft, die sie atmen, das Wasser, was sie trinken. Mhm. Also es zerstört sie im Moment, wo sie Arbeit finden. Friederike Becht will mehr erfahren über den Alltag der Menschen, die in unmittelbarer Nähe der Bohrlöcher leben. Ständig strömt Methan aus, ein Gas, das viel klimafeindlicher wirkt als CO2 und das angeblich auch für zahlreiche Krankheitsfälle in der Gegend verantwortlich ist. Und wie ist das bei Ihnen? Spüren Sie den beißenden Rauch? Ja, sie merkt es. Die Erdölfelder erstrecken sich über hunderte Kilometer. Friederike Becht will weiter, tiefer in den Urwald. Im kleinen Hafen von Coca wartet das Boot, das die Schauspielerin den Rio Napo herunterbringen soll. 12 Stunden auf engem Raum bis an die Grenze zu Peru. Endlose Wälder ziehen vorbei, doch der bekannte Yasuni-Nationalpark ist durch die Erdölindustrie gefährdet. Ecuador ist davon in starkem Maße abhängig. Die Erlöse machen 60% der Exporte aus. Friederike Becht kommt mit einem Anwalt ins Gespräch, der Indianergemeinden der Gegend in ihrem Kampf gegen die Erdölindustrie berät. In Ecuador hat man vergessen, dass die gewaltigen Erlöse aus dem Erdöl hier vom Amazonas kommen. Diese Gegend ist die am meisten vernachlässigte des ganzen Landes. Dann ist es geschafft. An einem Steg mitten im Urwald steigt Friederike Becht aus. Hier versuchen die einheimischen Indianer gerade ein Tourismusprojekt aufzuziehen, um etwas Geld zu verdienen. Das Holzhaus für Übernachtungen haben sie mühsam in gemeinschaftlicher Arbeit gebaut. Doch Touristen finden kaum hierher. In der Küche des Restaurants ist Daisy Alvarado beim Kochen. Sie ist die Präsidentin des Dorfes und erzählt, was hier gerade die größten Probleme bereitet. Da ist die Verschmutzung des Flusses und die Verschmutzung des Waldes. Da ist der Lärm der Maschinen, der die Tiere vertreibt. So klappt das mit dem Tourismus natürlich nicht, denn die Besucher wollen ja Tiere sehen, die Natur erleben. Wir haben daher einen Brief an den Präsidenten Ecuadors geschrieben, damit die Erdölgesellschaften uns endlich ernst nehmen, damit wir hier überleben können. Friederike Becht will mithelfen in der Küche. Die schwarzen Punkte müssen weg. Okay. Am nächsten Morgen läuft Friederike Becht in den Urwald. Sie ist ganz verzaubert von diesem Ort. Ich bin sehr dankbar, dass ich die Chance habe, hier einfach mal zu sein und das auf mich wirken zu lassen und mitzukriegen, wie schützenswert das hier ist. Also nicht nur, dass wir alle noch lange gute Luft haben, sondern wie schützenswert jedes einzelne Insekt, jedes einzelne Lebewesen hier ist, der Mensch hier ist und wie traurig, dass das so wenig geschützt wird. Der Amazonas, so erfährt die Schauspielerin, ist nicht nur die grüne Lunge der Erde, sondern auch Lebensraum für hunderttausende Menschen. Die Früchte der Natur genießt sie natürlich auch. Auf dem Boot geht es weiter über den Rio Napo. Arbeit wartet. Daisy und ihr Mann Fernando nehmen sie mit auf ein Feld, auf dem sie vor allem Yucca anpflanzen. Die Knollen der Yucca sind für die Indianer das Grundnahrungsmittel. Es wird zu Brot, Fladen, Brei verarbeitet. Doch die Arbeit in der sengenden Mittagshitze ist hart. Yucca ist mehr als ein Nahrungsmittel für die Einheimischen. Sie machen daraus auch Chicha, ein Getränk mit stark ritueller Bedeutung.
Chicha ist ein traditionelles Getränk, das wir jeden Tag zu uns nehmen, in der Familie, bei Versammlungen und auf Festen. Nimm das, das ist sehr saftig. Zwischendurch gibt es von Daisy eine andere Erfrischung direkt vom Feld, frisches Zuckerrohr. Bald ist die Ernte eingebracht, kiloweise Yucca. Friederike Becht will auch beim Tragen helfen, harte Arbeit. Ach du Scheiße. Harte Arbeit auch für die Menschen hier, die für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen. Früher unterdrückten die Großgrundbesitzer die indigene Bevölkerung. Die Indianer mussten auf den Feldern für sie schuften. Immerhin können sie jetzt ihre Lebensmittel für sich selbst produzieren. Es geht weiter zu einem Nachbarn, der Kakao anbaut. Delfin Alvarados Vater musste noch in Schuldknechtschaft arbeiten. Die Kirche befreite ihn daraus. Es waren schwierige Zeiten. Wir haben damals sehr gelitten. Wir haben nur für die Schutzherren gearbeitet. Für unsere Kleider, für ein Hemd oder eine Machete mussten wir Monate oder ein Jahr schuften. Und heute, endlich frei, bedroht die immer näher rückende Erdölindustrie die Existenz dieser Kleinbauern. Am Abend werden die Yucca-Knollen zu einem Brei zerstampft. Mit Hilfe des Speichels wird die Fermentation zum Chicha auf den Weg gebracht, zum spirituellen Getränk der Indianer. Die Chemie stimmt zwischen der Schauspielerin und den Indianern. In kurzer Zeit hat Friederike Becht Freunde gefunden am Amazonas und macht sich ihre Sorgen zur Aufgabe. Als Adveniat-Botschafterin will sich Friederike Becht weiter für die Menschen am Amazonas einsetzen. Ich war in diesem Jahr beim Volk der Napuruna im Amazonasgebiet in Ecuador zu Gast und durfte dort die Lebensumstände kennenlernen. Ich finde, durch die Art, wie indigene Völker leben, sind sie wirklich wahre Umweltschützer. Aber die werden bedroht durch rücksichtslose Ausbeutung von den Rohstoffen. Ich habe riesige Ölförderungstürme gesehen, ich habe riesige Pipelines quer durch den Regenwald gesehen. Und an anderen Orten wird die Natur zerstört und damit die Heimat der Indigenen durch Sojaplantagen, Zuckerrohrplantagen, Wasserkraftwerke. Und ich finde, die Zerstörung dieser Welt geht auch uns etwas an, weil auch wir haben was davon, dass diese grüne Lunge existiert. Sauberes Wasser, klare Luft. Und ich finde, jeder Mensch hat ein Recht auf Heimat. Und so wie jetzt in Syrien Menschen durch Krieg vertrieben werden, werden im Amazonas-Tiefland indigene Völker durch die Ausbeutung dieser Rohstoffe vertrieben und durch die Verschmutzung der Gewässer, der Flüsse und des Grundwassers. Ich setze mich gemeinsam mit dem Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat und dem Amazonas-Netzwerk REPAM für die Rechte der indigenen Völker ein. Und daher meine Bitte, unterstützt das, unterstützt die Arbeit von Adveniat und gebt dem Amazonas eine Stimme. Adveniat für die Menschen in Lateinamerika.